Hallo Fans und Freunde der professionellen Leistungsmessung, willkommen auf dem YouTube-Kanal der Firma Ammerschläger B4. Mein Name ist Richard Speiser, bei mir steht Markus Reiterberger. Wir sind heute bei ihm in der Werkstatt. Ihr habt gesagt, wir werden hier mal ein paar Kunden besuchen und mal zeigen, was die eigentlich so machen. Anfangen tun wir heute mit Markus, er ist ja auch schon seit langen Jahren Kunde bei uns. Das Video dazu haben wir auch schon aufgenommen, werden es euch präsentieren. Genauso hat er hier als Losfee herhalten dürfen für unsere Corona-Masken. Da gibt es auch ein extra Video, schaut es in unserer Playlist, dann seht ihr das. So Markus, dann zeig uns doch mal deine Werkstatt, was du so treibst. Ja genau, also das ist meine kleine, aber feine Motorradwerkstatt. Ich mache hauptsächlich neben Rennsport ein paar so Zweirad-Tuning-Sachen, hauptsächlich Kreidler und die Sachen vom Aldi ein bisschen pflegen, die er uns hinterlassen hat, mehr oder weniger. Ja, zum Beispiel hier kann man halt die Steuerzeiten messen und die Zylinder anpassen. Sehen wir dann drüben noch in der Zerspannung, wie man das dann bearbeiten kann. Ansonsten ist halt hier ein bisschen Hebebühne und Lager. Genau, was man halt so braucht in der Motorradwerkstatt. Da drüben ist Ausstellungsraum. Da kommen die Schätze. Meine privaten oder geschäftlichen Trainingsfahrzeuge für meinen Rennsport, um mich vorzubereiten. Und da ein bisschen eine Historie aus meinem, also die besten Sachen aus meiner bisherigen Karriere, von Liederkombis und die besten Trophäen und Helme. Und da geht es weiter mit meinen Trainingsmotorrädern. Das volle Programm, alles da. Speedway, Langbahn, Motocross, Enduro, Straßenmotorrad und das 2017er WM-Bike. Das ist natürlich ganz was Edles hier. Das hat nicht gerade jeder in seiner Garage stehen. Da kann man schon neidisch werden. Ja, dann haben wir noch einen Raum. Ja, da hinten haben wir jetzt einfach ein bisschen Büro, was man halt so braucht. Nicht besonders. Da war mein Saustall, den ich jetzt hinterlassen habe. Da ist der Zerspannungsraum, da haben wir hier eine ziemlich alte Drehbank, manuelle und eine kleine Fräsmaschine, um die nötigsten Arbeiten zu machen, die man halt so machen kann und will. Und Presse und da drin werden die Auspuffe gefertigt. Den Arm kurz reichen wir. Hier ist so eine Drehvorrichtung und ein Schweißgerät. Dann wird das verschweißt und hier gedengelt. Dann wird abgezogen. Und da sind die ganzen Lehren und Schablonen für die Auspuffe. Weiter geht es da mit den ganzen Fräser, Zahnarztfräser und so weiter, um die Zylinder einfach zu bearbeiten. Und dann geht es hoffentlich am Zusammenbau wieder drüben weiter und dann sind wir noch oben drüber beim Huber in der Werkstatt eingemietet mit unserem Ammerschläger-Prüfstand, wo wir dann die Motoren einfahren und dann Leistungsmessen. Und dann hoffentlich mit Erfolg an den Kunden zurückgeben. Jawohl, was soll ich noch sagen? Ich denke, ihr habt jetzt einen Einblick bekommen, was Markus Reiterberger so macht, wenn er gerade mal nicht auf dem Rennmotorrad sitzt. Ja, er ist Spezialist für Kreidler, also wenn ihr mal Kreidler-Probleme habt, dann meldet euch bei ihm. Ja, wir können dir viel Spaß, viel Erfolg, alles Gute wünschen, du bist auf dem richtigen Weg. Der P4-Prüfstand läuft und wie immer, wenn du ein Update brauchst, dann melde dich einfach bei uns, dann machen wir das. So machen wir es. Danke. Markus ist auch ein guter Kunde von uns, er hat schon lange hier einen Ammerschläger P4-Prüfstand und stellt uns jetzt mal kurz vor, was er hier alles umgebaut und eingebaut hat. Ja, servus zusammen. Schön, dass ihr da seid und uns besucht. Wir haben uns vor einigen Jahren den gebrauchten Ammerschläger-Prüfstand gekauft. Mein Vater, ich und Kfz-Teile Huber in Obing haben uns den da aufgebaut mit einem coolen Prüfstandsraum, denke ich. Riesen Zulüfter, Ablüfter und ja, messen da seit einigen Jahren zu, die Mopeds. Also ich messe meine Kreidler-Mopeds. Der Andi und mein Paddy machen halt die Rennmotoren. Messen die oder fahren ein und so. Und jetzt haben wir ein bisschen nachgerüstet. Wir haben uns jetzt ein Lambda-Set gekauft und einen Abgastemperatursensor. Haben von euch eine neue Software dazu gekriegt und ich glaube, wir sind jetzt auf einem relativ hohen
Standard. Und ja, ist immer wieder erstaunlich, was man alles herausfindet. Ja, auf jeden Fall würde ich auch sagen, also der Prüfstand, wir haben nachgeschaut, der ist schon 25 Jahre alt, aber der läuft immer noch wie eine 1. Dann mal Elektronik und Software-Update und hier eine ordentliche Schallschutzkabine dazu gebaut und Abgas und Zuluft und man kann messen und den ganzen Tag Spaß haben. Gut. So ist es. So ist es.